Ich war als Junge schon da, war Balljunge da, wollte immer in der ersten Mannschaft spielen. Das war irgendwie noch damals extrem weit weg, weil da noch das Tor noch da war. Jetzt ist es soweit und ja, ich freue mich einfach, bin stolz, bei der Austria spielen zu dürfen. Ich freue mich, jeden Tag hierher zu kommen, mit den Jungs zu spielen, und ist trotzdem ein riesiger Verein, und als Wiener freut es dich, glaube ich, umso mehr. Ersten Erinnerungen natürlich. Mega altes Leiberl, was ich daheim habe, von meinem Papa oder vom Rachimov. Zwei habe ich sogar. Mein allererstes Spiel für die Austria in der Jugend, meinst du? Ob es das erste war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall wahrscheinlich ein 12, 13, 14, 15, 0, weil wir in der U14 einfach extrem stark waren. Das Speziellste war, wie dann die Fans wiederkommen dürften gegen WRC in den Playoff-Spielen, wo wir wirklich überragend gespielt haben und wo du dachtest, das Stadion ist bummvoll, obwohl ja nur, glaube ich, 3.000 erlaubt waren. Das war, wo ich dann auch noch zwei Tore geschossen habe, das war schon ein sehr geiler Moment. Wenn ich da aufgewachsen bin, sagen wir als Kleinauf, als Violetta, war natürlich auch eine Zeit lang beim falschen Verein, aber das lassen wir mal weg. Viel einfach. Wie gesagt, ich bin unendlich dankbar, dass mich damals der Stöger angerufen hat und mich daher geholt hat. Es war wirklich ein Traum. Ich weiß, das glauben vielleicht ein paar Leute nicht, aber es ist so. Und jetzt bin ich da und genieße und will natürlich oder muss Leistung bringen, damit ich so lange wie möglich noch bei der Austria spielen kann. Wie ich so Balljunge war, realisierst du das dann bis ein bisschen, weiß nicht, wenn man 13, 14 muss, dann denkst, man will da auch einmal spielen, man will in den Stadion spielen, wo natürlich Top-Spieler waren damals. Das ist noch ein langer Weg dann war und viele Umwege gegeben hat für mich, bis ich hierher gekommen bin. Hat sehr lange gedauert, aber jetzt, wie gesagt, bin ich umso stolzer und froh darüber, dass ich hier sein darf.